Hallo an die Geräte zu Hause. Heute ist Montag, der 1. April und das, was ich hier machen will, ist nicht unbedingt ein April-Scherz, sondern eine Analyse über Daimler. Da ist nämlich heute einiges passiert. Wir haben rund 22 Uhr, ich habe es früher nicht geschafft. Es bleibt aber trotzdem spannend, insbesondere in Daimler. Vor Ihnen liegt der Chart, eine Kerze, ein Tag. Als allererstes stellen Sie fest, dass dieser Downtrend hier, den wir hatten von Januar 2018, seinerzeit war der Wert noch bei rund 76, den haben wir jetzt nach mehreren Bestätigungen einmal, zweimal, dreimal heute endgültig verlassen. Das ist das Erste. Das nur ganz kurz zum Erklären. Ich setze diese Linie oben etwas tiefer an. Ich setze sie nicht am Höchstpunkt an, weil ich weiß gar nicht, was das Volumen an dem Höchstpunkt war. Ich nehme den Punkt, in diesem Fall war es die Eröffnung, der einen, sagen wir mal, rund ein Viertel des Tagesumsatzes darstellte. Ich finde das besser. Sie können das natürlich ein bisschen anders machen, aber dann wird diese Linie hier ein wenig steiler. Ich finde die so sinnvoll angelegt. Und hier passiert eine ganze Menge in dem Chart. Ich befinde mich ja hier auf dem Tool von der UniCredit One Markets. Und es passiert jetzt hier Folgendes. Einerseits überbieten wir die 200-Tage-Linie. Jetzt muss ich den Chart nochmal ganz kurz zurücknehmen. Das letzte Mal hatten wir Kontakt mit der 200-Tage-Linie Mitte Mai letzten Jahres. Und wir überbieten die fulminant. Wir haben dafür nur zwei Kerzen gebraucht. Das ist ein Impuls, das ist Momentum. Da kommt Kraft, da kommt Kaufneigung rein. Die Bänder gehen sowohl nach oben als auch nach unten auf. Das ist in diesem Fall, da wir das obere Band sogar überbieten mit dem Schlusskurs, ein sehr positives Signal. Die gleitenden Durchschnitte, dieses ist die 10-Tage-Linie, das hier ist die 20-Tage-Linie, werden nach oben gebrochen und setzen ebenfalls eine Bestätigung des Impulses dar. Dann haben wir hier ein Kaufsignal über das MACD. Wir werden hier durchaus positiv, gar keine Frage. Wir haben kürzere Balken und wir gehen nach oben. Die ist doch hastig. Also Oszillator hat komplett nach oben gedreht. Ich finde, das sind allesamt positive Signale. Ich sehe hier jetzt momentan vom Chart her gar nichts. Als nächstes kann ich Ihnen auch nennen, dass wir diesen ganzen Bereich hier um die 54 auch mit Schlusskurs verlassen haben. Und wenn so ein Big Ship wie Daimler sich mal in Bewegung setzt, ist der Bremsweg ziemlich lang. Meines Erachtens nach kann dieser Bremsweg locker gehen, hier bis zu 60. Ich müsste vielleicht kurz vorher nochmal bei 59,25, ist auch nochmal ein kleiner Widerstand, aber den nehme ich nicht ganz so ernst. Der hier wurde häufiger gehandelt. Also kurz vor 60 ist der nächste Widerstand und da sind wir bei einer weiteren Bewegung von durchaus bis zu 10%. Wie kann man dran antizipieren? Da gibt es von der UniCredit diverse K.O.-Scheine. Ich habe mich jetzt für folgenden entschieden. Hier, das ist ein unlimitierter Schein mit der Basis 47,75. Da sind wir also noch hier drunter, unter diesem Punkt hier. Man könnte auch einen nehmen, der unter diesem Hammer liegt, 1% drunter, aber ich halte das hier für die konservativere Variante. 47,75, das ist immer noch ein 8,23er Hebel. Das ist von der UniCredit die Kennnummer HX6U4P. HX6U4P. So, wenn ich Ihnen einen Call nenne, muss ich Ihnen auch einen Put nennen. Ich tue mich schwer, einen Put momentan hier zu wählen, denn ich bin der Meinung, hier in diesem Wert ist ein Impuls drin, der, wie eben schon beschrieben, durchaus an die 60 gehen kann. Ideal wäre so eine Bewegung hoch bis zur 57, 57,5, nochmal ein bisschen runter, kleiner Schlenker und dann hoch zur 60. Ich möchte Ihnen aber trotzdem einen nennen für den Fall, dass Sie daran nicht glauben oder dass der Wert relativ schnell an die 60 rangeht, aber vorher ist er noch nichts fürs Depot. Und da habe ich mich entschieden für diesen hier, das ist ein 61,39er Put. Momentan auch so ganz grob ein 8er Hebel. Und das ist von der UniCredit One Markets die HX2PRD. HX2PRD. Das sind diese beiden Scheine für diesen Film. Wie gesagt, wenn sich so ein Big Ship mal in Bewegung setzt, dann kann der Bremsweg richtig lang werden. Nochmals, ich teile die Bedenken bezüglich Trump und Zölle und so weiter, bin ich voll bei Ihnen. Aber ich bin jetzt mal in erster Linie hier der technische Analyst und irgendwann ist man dieses Themas auch leid.
Ich glaube schon, dass hier eine ganze Menge insgesamt eingepreist ist. Heute waren alle Autos gut, auch die Autozulieferer waren gut. Von daher finde ich ein Investment in diesen Wert durchaus sinnvoll. Ich wünsche Ihnen ein Happy Trading und eine fette Beute. Bye bye, ciao.